Kongresssaal der Uni Osnabrück, denn heute werde ich ein Kosmetologie-FAQ machen, also ein häufig gestellte Fragenvideo über mein Studium. Da kriege ich relativ häufig Fragen zu, weil klar, Kathis Feines ist ein Beauty-Kanal und da passt natürlich Kosmetologie ganz gut dazu. Ich habe dann mal ein paar eurer wichtigsten Fragen zusammengestellt und werde die jetzt, so gut es geht, beantworten. Erste Frage. Wie bist du darauf gekommen, Kosmetologie zu studieren? Also das war so, ich habe halt erst 2009 Abi gemacht, dann habe ich eine einjährige Kosmetikausbildung an einer Berufsfachschule gemacht und weil die halt nur ein Jahr ging, habe ich mich noch nicht so richtig fertig ausgebildet gefühlt und ich hatte auch immer noch mehr Interesse an den Dingen, die wir da gelernt haben. Also ich wollte immer noch ein bisschen tiefer in die Thematik gehen und deswegen habe ich gegoogelt, was man da so an Ausbildungsmöglichkeiten hat und dann bin ich halt auf das Kosmetologiestudium gekommen. Wo kann man Kosmetologie studieren und wo studierst du? Also Kosmetologie speziell kann man in Osnabrück studieren, da studiere ich halt auch. Kosmetikwissenschaften gibt es noch, das kann man in Hamburg studieren, auch super toll. Dann gibt es noch einen Studiengang, der nennt sich tatsächlich Körperpflege, den kann man in Darmstadt studieren, ist aber von den Themen her ungefähr das gleiche, würde ich sagen. Dann gibt es noch in Lemgo einen Studiengang, der nennt sich Technologie der Kosmetika und Waschmittel, auch sehr interessant. Als Alternative habe ich mal gelesen, kann man auch ganz gut an der Uni Dortmund chemische Biologie studieren. Welcher Abschluss bzw. Abischnitt wird verlangt? Also verlangt wird natürlich die Hochschulreife oder Fachhochschulreife, also Abi oder Fachabi. Unter bestimmten Voraussetzungen kann man aber auch studieren ohne Abi. Das schreibe ich euch mal in die Infobox, den Link dazu. Ist ja auch sehr interessant. Es gibt halt nur sehr wenige Studienplätze in Kosmetologie, ungefähr 40 Stück. Und deswegen muss es natürlich auch einen Numerus Clausus, also einen NC geben. Den erfährt man aber erst immer, wenn alle Bewerbungen eingereicht sind, also nach der Bewerbungsphase. Der lag, glaube ich, bis jetzt immer so im oberen bis mittleren Zweierbereich. Ich habe jetzt persönlich einen Abi-Durchschnitt von 2,8 und musste deswegen ein Jahr auf den Studienplatz warten. Wie viele Studienplätze gibt es und erleichtert es das Lernen in kleinen Gruppen? Habe ich ja eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Es gibt ungefähr immer so 40 Studienplätze. Und ob es sich in kleineren Gruppen leichter lernt, würde ich jetzt nicht sagen, weil man studiert halt mit den Studierenden der Pflegewissenschaften und Gesundheitswissenschaften zusammen. Das heißt, ja, die Vorlesungssäle und so, die sind halt auch trotzdem immer voll. Wenn es so ums Lernen geht, habe ich das so eher empfunden, dass das jeder so für sich macht, aber klar gibt es immer Grüppchenbildungen, wo man dann ganz gut sich zusammentun kann und lernen kann. Was gibt es für Finanzierungsmöglichkeiten? Also man kann natürlich neben dem Studium arbeiten gehen, obwohl das natürlich auch viel, viel Aufwand ist und Respekt an alle, die das wirklich schaffen. Es kann auch durch die Eltern finanziert werden, klar. Man kann aber auch BAföG beantragen, man kann einen Studienkredit beantragen bei der KfW. Und es gibt sogar die Möglichkeit, sich für verschiedene Stipendien zu bewerben. Braucht man eine Ausbildung, ein Praktikum zum Friseur oder Kosmetikerin, bevor man studiert? Also hier in Osnabrück ist es nicht der Fall. Also es ist keine Zugangsvoraussetzung, ein Praktikum zu haben oder eine Ausbildung. Aber fast alle meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Grüße an euch, falls ihr das jetzt hier seht, sind halt Friseurinnen oder Kosmetikerinnen. Also die meisten haben halt vorher alle schon eine Ausbildung gemacht und sind dadurch erst auch so auf den Studiengang aufmerksam geworden. Hat dir deine Ausbildung etwas für das Studium gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also allein der Einblick in das Berufsfeld hat einem halt einfach schon total viel gebracht. Und ansonsten wurden in der Kosmetikschule auch viele Themen schon behandelt, auf jeden Fall. Aufbau der Haut und sowas. Aber natürlich etwas oberflächlicher behandelt. Also es wurde nicht so tief in die Chemie und Biologie reingeschaut, wie es jetzt hier an der Uni der Fall ist. Aber das ist wirklich ganz gut, dann hat man von den ganzen Sachen wenigstens schon mal was gehört und weiß so im Groben und Ganzen, was so Sache ist. Was kann man nach dem Studium machen? Auf welchen Beruf läuft es hinaus? Also nach dem Bachelor, wenn man nach dem Bachelor aufhört, nach 3 Jahren Studium, ist man qualifiziert für den Master, also man kann noch weiter studieren. Wenn man aber nicht mehr weiter studieren möchte, kann man an privaten Kosmetikschulen unterrichten oder zum Beispiel in Kosmetikunternehmen, in zum Beispiel Forschung und Entwicklung. Wenn man dann noch den Master draufsetzt, also nochmal 2 Jahre weiter studiert,
kann man natürlich auch an privaten Kosmetikschulen unterrichten, aber auch an staatlichen Berufsschulen. Und da würde man dann halt Friseur- und Kosmetikklassen unterrichten können. Wenn man sich jetzt aber nicht so im klassischen Bild des Lehrers sieht, kann man auch Weiterbildungen leiten oder in der Erwachsenenbildung tätig werden, bei Fortbildungen und sowas. Man kann die Beratung übernehmen in Friseur- und Kosmetikfachverbänden und diverse wissenschaftliche Tätigkeiten ausüben. Kann man das Fach alleine studieren oder braucht man ein zweites Fach? Also hier an der Uni Osnabrück ist es so, es geht nur als Zweifach-Bachelor. Man muss sich noch ein Nebenfach dazu aussuchen. Da hat man die Wahl zwischen Deutsch, Englisch, evangelische Religion, katholische Religion, Biologie, Physik, Sport und Informatik. Mein Nebenfach ist Englisch, aber die meisten von uns haben, glaube ich, Deutsch oder Bio als zweites Nebenfach. Was ich vorher nicht wusste, aber es kommt quasi noch ein drittes Fach hinzu für alle. Und das ist nämlich die Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Müsste jetzt nicht sein, aber gut, ist halt so. Welche Fächer hast du so und was macht dir am meisten Spaß? Also, was habe ich für Fächer? Ich rede jetzt mal nur von denen, die ich in Kosmetologie habe. Da habe ich zum Beispiel allgemeine und organische Chemie, physiologische Chemie, Mikrobiologie, Anatomie, Arbeits- und Sozialrecht, BWL, Marketing, allgemeine Kosmetologie und so weiter und so fort. Also man hat halt wirklich viel zu tun. Aber mein liebstes Lieblingsfach ist wirklich Dermatologie. Da gehe ich richtig auf, das macht mir am allermeisten Spaß. Ist das Studium sehr naturwissenschaftlich und kann man es auch schaffen, wenn man jetzt vielleicht nicht so begabt in Naturwissenschaften ist? Also das Studium ist tatsächlich sehr, sehr naturwissenschaftlich. Das wusste ich zwar vorher, aber ich wusste nicht, wie naturwissenschaftlich es sein wird. Also da muss man sich wirklich drauf einstellen. Aber ich persönlich war zum Beispiel in der Schule immer nur in Sprachen gut und in den Naturwissenschaften, naja, eher immer unbegabt. Und ich habe es trotzdem geschafft, also man muss sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen, aber es ist definitiv machbar, glaubt mir. Wenn ich das geschafft habe, dann ist das definitiv machbar. Gibt es Chemie-Vorbereitungskurse? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass sowas läuft, bevor das neue Semester anfängt. Aber ich meine, wer das machen möchte, sich dadurch sicherer fühlt, klar, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich habe das nicht gemacht damals und ich muss sagen, man schafft es auch so. Man schafft es definitiv auch so. Hast du irgendwelche Bücherempfehlungen für Grundwissen? Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber da gibt es bestimmt massenweise Literatur auf dem Markt. Müsst ihr einfach mal googeln. Wie gesagt, wenn man sich dadurch sicherer fühlt und schon mal sich so einen Überblick verschaffen will, ist das sicherlich eine gute Sache. Aber man kriegt schon am Anfang des Studiums wirklich viel an die Hand und kann sich dann gut mit dem Stoff arrangieren. Wird viel Mathe verlangt? Mathe wird zum Glück fast überhaupt nicht verlangt und wenn dann nur die Grundlagen. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Habe ich nämlich auch Angst vor gehabt, aber nein, das geht ganz gut. Lernt man viel über die bösen Inhaltsstoffe und über Tierversuche? Ich sag mal ja und nein. Also bei mir im Studium ist es so, es wird halt alles auf sehr wissenschaftlicher und nüchterner Ebene betrachtet. Und deswegen kann ich die Frage schwer beurteilen. Inwiefern hat dich dein erlerntes Wissen im Schmink- und Pflegealltag beeinflusst? Also es hat mich insofern beeinflusst, dass ich, wenn ich mir Produkte angucke im DM oder was weiß ich wo, dass ich erstmal nicht den Klappentext hinten lese, sage ich mal, sondern mir zuerst die Inhaltsstoffe angucke und dann schon mal so ein bisschen schaue, ist das was für mich? Und dann eventuell noch den Text lese. Aber ich bin noch längst kein Profi, also ich muss noch sehr viel dazulernen, nur mal so als Disclaimer. Was machst du nicht mehr, seit du studierst? Ganz klar, ich gehe nicht mehr auf die Sonnenbank und das habe ich früher wöchentlich ganz regelmäßig gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Was würdest du jemandem, der das Studium machen möchte, aber keinen Platz bekommt, raten? Also da würde ich erstmal raten, nicht zu verzweifeln und zu überlegen, wäre das überhaupt wirklich, wirklich, wirklich der richtige Weg? Weil ich sag mal, wenn man die Lehrerkarriere nicht so wirklich anstrebt, sondern eher so generell was im Bereich Kosmetik und Mode machen möchte und noch nicht so genau weiß was, dann würde ich, glaube ich, eher dazu raten, ein BWL-Studium aufzunehmen. Weil damit kann man dann hinterher auch richtig, richtig coole Sachen im Kosmetik- und Fashion-Bereich machen. Wenn du dich nochmal entscheiden dürftest, würdest du das Studium wieder machen?
Ja und nein. Also einerseits ist es natürlich super toll, dass man richtig viel über die Haut lernt und so weiter. Andererseits finde ich es halt blöd, dass man trotzdem nie an der Haut arbeiten werden darf. Deswegen habe ich schon mal überlegt, wäre es vielleicht besser gewesen, Medizin zu studieren und dann halt Hautärztin, Dermatologin zu werden. Aber gut, jetzt ist der Hammer gefallen. Ich mache dieses Studium hier und werde da auch meinen Weg drin machen. So, ihr Lieben, das war's mit dem FAQ über mein Studium. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vor allen Dingen die Leute, die jetzt vielleicht gerade mit dem Abi fertig sind oder so, ein bisschen aufklären darüber, was es mit diesem Studium überhaupt auf sich hat. Wenn ich noch irgendwas nicht beantwortet habe, und dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde das nach bestem Gewissen und Wissen beantworten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao. Aber online bin ich dann fündig geworden bei Amazon und habe diese wunderschöne Bomberjacke gefunden. Die ist von Pretty Body. Kennt man nicht.